Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es kein Flohmarkt-Video, sondern heute gibt es mal wieder, wie ihr auch im Intro sehen konntet, ein bisschen etwas anderes. Und zwar waren wir auf der German Comic Con in Dortmund. Und zwar fand die am 6. und 7. Mai 2023 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Das hier war der Samstag, also der 6. Mai, und es war ziemlich cool. Wie ihr hier auf den Bildern sehen könnt, war es noch relativ leer. Die haben sehr viele Hallen gehabt. Ich meine, es waren insgesamt 4 Stück. Das hier ist eine der Hallen. Es hat sich recht gut verteilt. Es gab, glaube ich, 2 Hallen mit verschiedenen Verkaufsständen, darunter auch Stände von Comic- oder Manga-Zeichnern, und eine Halle, da gab es wirklich tatsächlich nur so Merchandise-Artikel. Und dann gab es 2 Hallen, da waren vor allem Fotoboxen und, wie ihr das hier gleich noch sehen werdet, andere Stände, wo man irgendwelche Serienstars zum Beispiel treffen konnte und Autogramme bekommen konnte. Was man viel gesehen hat, waren Cosplayer in den verschiedensten, coolsten Kostümen. Das war sehr, sehr lustig. Ich finde das ja fantastisch, wenn Leute so etwas leben und wenn sie das auch machen und sehr viel Zeit und Kraft investieren in diese ganzen Kostüme. Ich könnte das niemals, aber es ist wirklich toll anzusehen, wie die da so Freude haben. Ihr werdet bestimmt noch den ein oder anderen Cosplayer hier in dem Video sehen. Genau. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich war das letzte Mal 2019 da, das erste Mal 2018. So lange gibt es diese Convention ja noch gar nicht. Also eine Convention für Comic, Merchandise, Serien. Ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben kann. Aber auf jeden Fall 2018 und 2019 habe ich nie unter den Verkaufsständen so viele Vintage-Toy Verkaufsstände gesehen wie an diesem Tag, wie an diesem Samstag. Das war wirklich unglaublich. Und vor allem, es gab unheimlich viel Moto. Man wurde erschlagen. Es gab nicht nur das alte Vintage-Moto, sondern es gab auch die Origins und Super 7, und ich kann die alle gar nicht so genau auseinanderhalten. Ich bin ja froh, wenn ich die Vintage-Motos von allen, die später produziert wurden, unterscheiden kann. Genau, aber es gab auch Vintage, Star Wars, Stargate, ach, alles Mögliche. Ihr werdet das sehen, weil ich die Stände ausgiebig untersucht habe, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht doch nochmal auch ein Pony finde oder noch etwas anderes. Nun gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall gab es ziemlich viele andere Vintage-Sachen und ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde jetzt nicht so viel quatschen in diesem Video, damit ihr dürft trotzdem mein Gequatsche anhören. Nur nicht das, was ich dann halt als Tonspur drüber lege. Schaut euch das an, genießt es, guckt mal, und wenn ihr die Möglichkeit habt oder Lust oder Bock darauf habt, dann fahrt da auf jeden Fall mal hin. Diese Convention findet mehrmals im Jahr statt. Es ist wirklich ein Erlebnis. Fahrt früh dahin, bringt Zeit mit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde definitiv auch wieder dahin fahren. Ich wollte unbedingt ein Foto mit Taylor Lautner machen, aber der wollte 125 Euro oder die wollten 125 Euro für ein Foto, und das fand ich doch ein bisschen sehr viel. Also da war Nikata 2019 doch wesentlich günstiger. Aber gut, also viel Spaß bei dem Video und bis später. Wow. Ja, ja. Schön. Ja, das sind hier diese Charaktere, die hier auch rumlaufen. Ja, ja, die sind alle. Ach, da. Mhm. Da ist Spider-Man. Das ist nicht zum Spielen. Das ist auch nicht zum Spielen. Meine Güte. Hier. Da muss ich mal gucken. Hier sind alte Sachen, ja, ja. Da sind auch ältere. Ich glaube, das sind tatsächlich, glaube ich, das sind sogar die alten. Die alten Figuren, ja, ja. Es geht. Das ist eigentlich gar nicht so teuer, glaube ich. Also ich habe da schon bei Händlern auf dem Flohmarkt teurere Sachen gesehen. Aber ich finde es faszinierend, das sind die alten. Aber die habe ich ja alle. Den habe ich aber nicht, zum Beispiel. Den kenne ich auch gar nicht. Aber sogar mal mit dem Heftchen noch. Hat der irgendwas?
Vielleicht nehme ich mir davon was mit. Ist da was kaputt? Ich überlege, ob ich den habe. Wenn du mal kurz halten kannst, ich muss mal gucken, ob da. Also irgendeinen nehme ich einfach mal mit. Das ist das Ding. So, gib mir mal einen Tipp. Welchen soll ich nehmen? Welcher ist hässlicher? Hässlicher ist der. Der hier? Ich glaube, dann nehmen wir den. Ich weiß, dass die Preise wahrscheinlich jetzt keine. Sind, aber das ist mir egal. Welcher bezahlt man hier, bei denen oder bei denen? Ich denke bei denen. Oder? Oder da drüben. Oh. Bei denen, glaube ich. Okay. Wir können ja mal gucken, noch mal, was ich da. Ich guck mal da vorne, ja, weil das ist langweilig. Und das sind die. Eine andere. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Was ist denn der? Nein! Naja, das sind die neuen. Das mal an. Das sieht aber scheiße aus. Tut mir leid. Ich bin nicht sicher, irgendeinen von denen wollte der mal haben, aber schick dir mal ein Bild davon. Die werden wohl nicht so schnell verkauft werden. Hero Turtles! Halleluja. Guckst du das an? Der ist teuer. Den habe ich zum Beispiel noch nicht. Also das hier scheint so ein Billigmist zu sein. Ne? Das hier? Wie cool. Süß. Ja, die Leute. Oh, hier könnte ich kaufen. Aber so viel, dass ich gar nicht weiß, was ich kaufen soll. Ne? Alten Turtles. Aber das geht ja, 10 Euro ist nicht so teuer. Gehört zu He-Man und She-Ra ist so eine eigene Serie. Das ist die Schwester von denen. Aber dann gibt es ja auch. Verdammt, so toll. Ist das okay, wenn du das ein bisschen hältst? Alles klar, alles gut. Ob wir hier vielleicht noch ein Pony haben, wenn die schon bitten?
Disney-Sachen. Nicht alles haben. Aber siehst, hier gibt es auch ein bisschen Retro. Tschüss. Thorsten sein. Oh, die Flintstones. Ja. Asterix. Feivel, der Maus. Oh, Wanderer. Der war auch so cool. Hatte ich ein Poster über meinem Bett. Im Wilden Westen. Ich hab das nie gesehen. Aber, oh, hier. Oh, ja. Der war auch, hier habe ich auch so oft geguckt, den Film. Elliot, das Schmunzelmonster. Aber hier. Hatte ich als Hörspiel. Hab ich Ich hab das ja nie gesehen, aber ich kenne den. Ich weiß, dass er nicht sehen darf. Gehen wir auf Shira gucken hier vorne? Ja, da vorne. Kannst ja mal versuchen. Aber. Wie sieht die denn aus? Die sind alle nur dünn. Das hier ist diese Zauberin. Die sind alle wie diese Figur, aber die haben alle Haare zum Kämmen. Aber mal eine Richtung von einer Richtung in die andere, oder? Ja. Hier gibt es den auch so. Ja, aber das sieht mir, glaube ich, eher nur aus. Sehr männlich alles aus. Ja, ja, das ist alles, glaube ich, nur Moto. Ja. Ah, ja, das, aber die habe ich ja. So. Ja, ja, das ist die einzige. Die sieht aus, aber auch so teuer. Warte mal, das sind 110 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt hier hinlegen würde. Das ist Gila. Okay. Du erkennst, Shira hat immer kennbare Haare, war für Mädchen gemacht. Was ist das hier? Der muss später sein. Ja. Wenn du schon hast, das ja. Ja, die habe ich, da gibt es mehrere Varianten von. Ich habe mir gerade überlegt. 10 Euro günstiger ohne genau, Verpackung. Ich glaube, den bei dem anderen war, glaube ich, noch das Heft dabei, aber nehme ich nämlich das Ding, ja? 110 Euro. Ja. Na gut, dann nehme ich den nur mit. Na dann. Ja. Ich würde den mit Kelle wie den der Verpackung. Der ist ein bisschen billiger. Braucht ihr nur für die Geschichte. Ja? Ich glaube, das geht. Ich habe auch noch welche bei. Ich glaube, das geht. Augenblick. 20 oder 30? 20. Danke auch. Ja, immerhin etwas. So, und jetzt können wir weiter shoppen. Mädels drum. Oh. Die wurden gefeiert. Luna oder Artemis? Hier ist auch. Oh, das ist ja der.
für sowas hier? Ich mag ja Fabius. Hast du die neuen Screenshots gesehen von dem neuen Film? Wir Fabius ist ja so hässlich. Echt? Boah. Also, oder Tassimir. Die sind wirklich echt süß, weil es halt auch die Figur richtig ist, ne? Ja, ich wollte ja immer... angesagt? Ja. Die sind ja gar nicht. Ich weiß nicht, was das denn ist. Von der fantastische Tierwesen. Ach, das hier sind diese Untersätze. Die habe ich ja in London geholt. Die neueren Masters sind das aber. Ja, das sind die neueren. Ja, die sind ja mehrfach neu aufgelegt worden für... ein Sammlergeld zu kommen. Aber es nicht so neu aus. Oder sind die auch alt gemacht? Das weiß ich nicht, aber bei den Motusern. Ja. Achso, wie der Superman statt, das wäre Spider-Man. Ja gut, die sind auch ein paar ältere, aber das ist doch. Ja. Obwohl die ja hier. Kenner gibt es ja auch mittlerweile nicht mehr. Nee, aber das sind auch, die gibt es ja auch in Neuauflage. Ja, aber das ist das neue Hasbro-Emblem, siehst du das? Kenner ist von Hasbro gefressen worden. Ach, schon haben sie das so. Ich habe davon gelesen, dass es da Neuauflagen geben soll, deshalb. Die fand ich so toll. Spider-Man and his Amazing Friends. Die fand ich toll. So wollte ich immer sein. Ah. Oh, sogar Kassetten. Das ist ja fast wie auf dem Flohmarkt. Ne? Sand. Aber es sind keine Flohmarktpreise. Preis an.
Kuchen. Ja. Kannst du uns sagen, was ist da hinten? Ne? Also 200 Euro für diese Figur finde ich schon auch heftig. Oh. Damit kann ich ja nie was anfangen. Das ist bestimmt. Das sind sogar tatsächlich noch die alten, ne? 150 Euro, wisst ihr das? Ja, wenn es das wert ist. Ah, der Sammler das bezahlen. Was? Ich bin von dem alten Film. Hier, Kevin Costner, wer für meine Mutter was. Ach du Scheiße. Oh. Okay. Wow. Deine Alan Rickman-Figur, wie schätzt weiß ich. Und Christian Slater, eine meiner ersten großen Lieben. Ach Gott, echt? Mhm. Nee. Was ist das? Also das sind irgendwelche Animes. Ja, kenne ich auch nicht. Oh, das sind so diese kleinen hässlichen mit den dicken Köpfen, glaube ich. Wow. Glückswahl. Das ist Marvel. Power Rangers. Was ist das? Oh, nein, ich hab's gesehen. Oh. Mein Gott, das sieht aber auch. Ich bin mir nicht sicher. Ach, guck mal. Ja, hier. Nintendo. Super Nintendo. Das ist auch alles. Ja. Aber die neueren Sachen. Sind aber auch Kassetten. Boah. Ah, oh, der Pikachu ist auch putzig. Wenn du da vorgehst, da ist doch dieses Cocktail-Mix-Ding. Mit der Bock. Mit der Bock. Und da ist man so ein Stühle, eine Schlafstühle, eine Mittelstühle und dann rechte Hand. Dankeschön. Solche Roboter, die führen irgendwann an, elektronisch zu werden. Ja, aber sind da diese echt alte Sachen dabei. Sehr schön, aber keine Ponys. Keine Ponys. Aber ein Troll, weißt du, das ist wundervoll. Das war schon außerhalb meiner Zeit, da war ich schon zu alt für. Aber ich weiß, dass es die gegeben hat. Sailor Saturn. Ah. Da spricht der Profi. Ah. Sieht auch wieder was älter aus, ne? Meine Güte. Transformer. Aber? Ja. Den da oben habe ich auch. Den finde ich cool. Mhm. Riesige Stände. Ja, und wie viel? Das ist vor allem alles. Ja, das sind eine Mischung, ne? Das sind gar nicht die alten. Unbedingt. Aber so viel und alles Mögliche. Wahnsinn. Mein Gott. Nein, mein Gott. So viel. Mhm.
Robocop, ne? Ja. From Walking Dead. Das war ja ich habe diese Serie ja wirklich geliebt, aber die ist zum Ende hin echt schlecht geworden, vor allem als der Hauptdarsteller auch raus war. Oft der Fall. Boah, war das so traurig, bei den Vampire Diaries der gleiche Mist. Aha, was haben wir hier? PS2 Spiel. Aber keine PS1, ne? Ich glaube, am Ende hat er eine Schokolade. Ich wäre ja für T-Shirts, ne? Aber die habe ich, glaube ich. Hast du? Oh, der ist aber süß. Aber das ist ein Schlüsselanhänger. Was ist das? Als Mario. Ach Gott. Crossover sozusagen, ne? Ja. Hier sind auch nicht schön. Oh ja, wunderbar. Saftige Preise. Gebacker. Genommen habe aus London, diese Spischdinger, die sind sogar alt. Das sind 80er. Ich bin ein bisschen doof auf dem Morgen, tut mir leid. Ihr seid heute Morgen 4 auf dem Bein, das ist der erste Kilo. Mach mal Tag heute. Was ist das? Krass. Der ist irgendein Horrorfilm, habe ich aber nie gesehen. Oder so eine Horrorfilm-Serie. Reihe. Er hat aber ein bisschen schiefes Gesichtchen. Ich habe einen drauf bekommen. Der sieht doch nicht aus wie Arnie. Es ist halt auch immer das Nächste, wenn du dann mit der Auto fährst. Das sieht auch alt aus. Welches? Das hier? Könnte sein. Vom Preis her ist es dann. Ich glaube, Harry Potter war schon auch. Ich glaube, es ist funny. Das ist richtig schwer, das Stock, ne? Du willst es die Alten. Es gibt bei dir nicht mehr. Niedliche Sachen bei. Ja. Hier gibt es noch mehr. So, das ist einer der letzten Verkaufsstände, die ich euch zeige. Sehr cool, diese Poster. Ich hätte mir besser fürs Büro welche mitgenommen. Ich habe so viele weiße, hohe Wände da. Da hätte sich das echt perfekt gemacht. Und da weiß auch jeder, dass ich ein Katzenmensch bin. Und nun gut. So. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr liked, kommentiert, abonniert und wir sehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!